Hallo zusammen, ich habe hier heute das Thema Energielabel, das A++. Das gibt's ja nicht mehr. Es wird jetzt auch neu bemessen, wie und wann und wie viel gemessen wird, ist ein anderes Thema. Aber es gibt eine Befreiung vom Energielabel für mobile Kühlgeräte. Wir sprechen hier über die Energieverordnung. Unterschrieben ist das von einem Jean-Claude Juncker. Also er hat nicht unterschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Ich weiß auch nicht, was das für einer ist. Und hier im Absatz steht, davon ausgenommen, am Absatz 1, sorry, dass mobile Kühlgeräte vom Energielabel ausgeschlossen sind. Und im Absatz 2, Artikel 31, ist dann definiert, was ein Kühlgerät, mobiles Kühlgerät ist. Und hier der letzte Satz, da kommen wir dann später drauf. Diese Box, ich habe hier eine, das ist eine Ezetil, Ezetil gibt es nicht mehr, Ezetil wurde das hier ist eine Absorberkühlbox, kennt man, Standard, hat jeder, der campen geht, dabei, läuft mit Gas, 12 und 230 Volt. Und diese Box ist nicht mehr energielabelpflichtig. Obwohl diese Box rund 8-mal mehr Strom braucht und Energie braucht, als zum Beispiel eine Kompressorkühlbox, ist diese Box hier nicht energielabelpflichtig. Ja, das ist ein großer Hersteller namens Dometic, die jetzt Ezetil gekauft hat. Und diese Energieschleudern sind nicht energielabelpflichtig, also kein Energielabel mehr. Ich habe hier ein anderes Kühlsystem. Das ist thermoelektrisch. Thermoelektrisch läuft mit Gleichstrom. Und diese Kühlboxen brauchen auf Gleichstrom etwa 12-mal mehr Energie als ein Kompressorkühlsystem. Aber diese Box, die CK40D, die hat ein Kompressorkühlsystem und ein 12-Volt-Kühlsystem als thermoelektrisch. Auf dem 230 Volt hat sie einen Haushaltskompressor drin, relativ günstiges, einfaches Gerät. Und diese Box geht nicht unter Haushaltsgerät, also wenn man die auf dem Campingplatz betreibt, wie auch diese hier, wo sie 220 Volt angeschlossen ist. Ein Haushaltsgerät bräuchte ein Energielabel. Diese Box hier, habt ihr vorher im Text gesehen, die läuft ja mit 12 Volt. Oder es besteht die Möglichkeit, die Box auf 12 Volt zu betreiben. Aber zu 99% laufen diese Hybridboxen natürlich auf dem Campingplatz auf 230 Volt. Da können sie sogar tief kühlen mit 230 Volt, auf 12 Volt nicht. Und weil sie einen 12 Volt Anschluss haben, brauchen diese Boxen kein Energielabel. Wenn diese Box jetzt kein 230 Volt Anschluss kein 12-Volt-Anschluss hätte, dann bräuchte sie ein Energielabel und dürfte, da sie dann Kategorie F oder G ist, wahrscheinlich eher G, in der Schweiz zum Beispiel nicht verkauft werden. Bei dieser Hybridbox ist eine Stromschleuder, darf weiterhin verkauft werden.
Ich komme wieder auf die Energieverordnung. Hier stehen die Maßnahmen, könnt ihr euch durchlesen. Stopptaste drücken. Hier, wenn man jetzt das alles umsetzt, dieses Energiemaßnahmenproblem, dann könnte man 260 Terawattstunden Energie einsparen bis 2030. Aber im gleichen Zug werden Geräte, die Energieschleudern sind, wie dieser Absorber und dieses Peltier-Kombigerät, von der Energieklasse befreit. Was absolut keinen Sinn macht. Aber da ist ein großer Hersteller dahinter, ich sage den Namen nicht, der sitzt vielleicht in der Kommission, der hat das reingedrückt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bringe euch hier ein Video, ist noch nicht drauf, kommt dann in der Zukunft, über Kompressorkühlboxen mit Gleichstrommotor, die energielabelpflichtig sind. Ich wünsche euch einen schönen Tag.